Neulich sagte mir eine Freundin, sie würde sich nebenberuflich nun mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Unglaublich. Hört man so selten. Ich fand's gut. Ich fand's ziemlich gut, weil es ein sehr interessanter Zugang zu Menschen ist. Es beginnt häufig mit einer oberflächlichen, materialistischen Beschäftigung. Sprich, man zählt Kalorien und lernt die Wirkung von Vitaminen kennen und achtet auf das, was man zu sich nimmt. Aber was fällt alles unter diesem Begriff Ernährung? Nun, in einer ersten Zeit steht man ja darunter, das, was man isst und trinkt. Also was hier so reingeht, dann verdaut wird und ausgeschieden wird. Und allein das ist ja schon ein langes Studium, es ist ja eine ganze Beschäftigung, denn was wirft das alles für Fragen auf? Das wirft die Frage auf, was braucht der Mensch im Allgemeinen? Das wird ja alle 5 bis 10 Jahren, 10 Jahre nochmal in der Vorstellung verändert. Es gibt ja auch da so Moden und Trends, was der Mensch so zu sich nehmen muss. Ich denke, die Geschichte beweist, dass das viel weiter gefasst werden kann als das, was wir heute ja, landläufig so denken. Das bringt auch die Frage mit sich, was sind diese Stoffe, die ich da zu mir nehme, was enthalten die, wie wurden die hergestellt, was hat es mit der Zubereitung auf sich. Viele Unverträglichkeiten gibt es ja inzwischen auch in dem Zusammenhang mit Brot, ne? Weil unter anderem die Zeit, die für die Herstellung des Brotes aufgewendet wird, immer weiter verkürzt worden ist. Man lässt den Teig nicht mehr ruhen und dadurch verändert sich das Produkt und die Verdaulichkeit erschwert sich. Das heißt, wir sehen, dass unser Umgang mit diesen Stoffen, auch wenn sie noch außerhalb von uns sind, tatsächlich einen großen Einfluss haben darauf, wie wir die dann vertragen und verdauen können. Wir haben ja die Bewegung, dass Stoffe von außen in den Menschen hineinkommen, dort im Rahmen der Verdauung zum Menschen werden und dann ein paar Reste ausgeschieden werden. Aber hier geht es vor allem darum, dass wir diesen Begriff zunächst mal ein bisschen erweitern und uns fragen, was ist alles Ernährung? Und mir kam in den Sinn, dass Ernährung eigentlich sehr, sehr weit gefasst werden kann. Ist unsere Atmung nicht auch Ernährung? Die Luft, die wir reinnehmen, verarbeiten und wieder ausscheiden oder ausatmen? Ist die Temperatur, die Streicheleinheit auf der Haut, die dann
verarbeitet und verdaut wird und in uns wirksam wird, ist das nicht auch eine Art von Ernährung im erweiterten Sinne? Was jetzt gerade durch unsere Augen in uns hineingeht, ist doch auch eine Ernährung. Was ich höre, das kommt auch von außen in mich hinein. Bewirkt etwas in mir, wird verarbeitet, wird gewissermaßen verdaut, verstanden. Und so kann man eigentlich fast sagen, dass alles Ernährung ist. Alle Sinne des Menschen sind Öffnungen, durch die Ströme reinkommen, die in uns wirken, die in uns verdaut werden, verarbeitet werden. Und insofern muss man vielleicht diesen Begriff einfach möglichst weit fassen. Und dann entsteht zum Beispiel auch mit Medien ein ganz anderer Umgang. Denn dann wird uns klar, dass wenn wir jeden Tag die Tagesschau zu uns nehmen, dass das nicht ohne Folgen bleibt, dass das in uns hineinkommt, in uns wirkt. Und heute in der aktuellen Situation wird jeder ja aufgerufen, so ein bisschen auf seine Gesundheit zu achten, sowohl körperlich als auch seelisch. Und die Seele, die da webt zwischen Körper und Geist, die Seele empfängt quasi das, was durch den Geist kommt und verarbeitet es, aber auch das, was durch unseren Körper kommt, wirkt auf die Seele. Und die Gesundheit der Seele ist das Allerwichtigste, denn ohne die ist alles nichts. Und indem wir diesen Begriff der Ernährung erweitern, kommen wir zu Wegen, auf diese seelische Gesundheit mehr achten zu können. Das ist jetzt besonders wichtig. Und das fängt damit an, dass wir überhaupt erstmal beobachten, was kommt herein durch unseren Geist an Gedanken jeden Tag. Was sind das für Gedanken? Was haben die für eine Zusammensetzung? Wie wirken die? Und was ist das, was wir über unseren Körper aufnehmen? Durch das, was wir essen, das, was wir trinken, das, was wir hören, das, was wir sehen, das, was wir fühlen. Und wenn wir uns darüber ein neues Bewusstsein schaffen, eine erweiterte Wahrnehmung, dann können wir nach und nach lernen, das zu steuern. Und damit diese Gesundheit auf eine ganz individuelle Art und Weise zu spüren und zu fördern.